So, aufgrund gegebenen Anlasses, ja, es ist gerade mal 10 Uhr, egal. Ich nehme jetzt nochmal eine kleine Folge Klickerlos auf, also eine 15-Minuten-Folge, nehme dann um 14 Uhr nochmal eine 15-Minuten-Folge auf, klatsche den einfach zusammen als halbe Stunde-Folge, damit ihr ein bisschen schneller vorangeht. Yay, ein Rubin. Ja, weil wir wollen ja möglichst viele Helden drin haben. Von daher ist es besser, wenn wir das ein bisschen gestückelt machen. Mal gucken. Wenn die beiden Einzelteile länger werden als jeweils 15 Minuten, ist auch nicht so schlimm. So, erst gucken, was wir machen können. Bom. Wir können machen das hier. Und das. Das ist geil. Dann können wir noch machen 24. Mal gucken, was wir da bei den Wörtern haben. Na, das sieht doch gut aus. Nein, das sieht gut aus. Oh, das reicht mir leider auch noch nicht. Ja gut. Warten wir mal noch. Wir brauchen 4E24. Das heißt, wir haben 2E24, brauchen also noch 2E24 zusätzlich. Damit wir mal ein bisschen schneller fahren, komm, aktiviere schon mal die beiden Dinger hier. Das wäre ganz super duper nie. Nice, guys. Oh, wir sind doch schon über Level 100. Stimmt, da war ja was. Ha, geil. Ja. Eine Heldenseele, ey. Ich freue mich schon auf die erste Transcension, wenn dann hinter der 1 noch 4 Nullen sind. So grob gesagt ist es ein bisschen mehr. Ja. Bis dann dauert leider noch ein bisschen. So, mal gucken, jetzt sind wir ein paar Level vorgegangen. Wie viel sind die, ist das Gold jetzt wert? Oh. Achso, ach meine, wo sind wir da unten vor? 6E23, ja, ist schon mehr, reicht aber noch nicht ganz. Schade eigentlich. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aha. So. Können wir da oben noch was machen? Beziehungsweise nicht letztes Mal lieber alles, weil eben, wir müssen ja sparen. Wir haben gerade eine Reliquie bekommen. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir den ersten Überschuss. Das heißt also, wir können eine verwenden, um eine andere zu leveln. Das hier bringt nicht allzu viel. Das leider auch nicht. Bringt aber bisher halt am meisten. Das hier bringt auch nicht gut, aber etwas. Das ist jetzt das Beste. Mit diesem Gold von Monstern. Und das hier ist eigentlich super. Frage ist, was nehmen wir raus? Das ist genau genommen alles Schwachsinn. Also die vier sind eigentlich alle gleich bedeutungslos. Von daher ist es da schwer zu sagen, welchen ich opfern könnte. Ich nehme mal den hier raus. Bo nein. Oder muss ich den da reinschieben? Ja, okay, so rum. So, jetzt kann ich den nämlich, nein, halt. Den kann ich nämlich jetzt recyceln. Ja. Habe jetzt 20 Schmiedekerne und kann die verwenden, um den hier, unseren besten, zu leveln. Ja. 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 Schaffen wir nicht mehr. Gut, die restlichen 7 hier heben wir uns einfach mal auf. Ne? Schadet ja nicht. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Boni dazu bekommen, also ein bisschen Bonus. Dann krallen wir uns jetzt endlich mal den Söldner, bevor der verwurzelt schlägt. Danke. Daran. Wir da jetzt wieder ein bisschen Schwung rein. Ja.
auch wieder einen Helden. Ah, Alter, das ist alles so traurig. Gut, gucken wir mal, wie wir hier leveln können. Tatsächlich eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das können wir noch Level 100 bringen. Hier auch alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Goddammit. Das war zu schnell. Goddammit. So, hier auch alle. Verdammt. Sehr traurig. So. Hier können wir die ersten beiden. So, und dann können wir uns erstmal hier alle Upgrades. Bam. Wow. Ja, doch, das ist nice. 20. Komm, aktiviere ich einfach mal. Geht ein bisschen schneller. Aktiviere ich auch mal. Geht noch ein bisschen schneller. Der nächste Boss wartet ja schon. Dann aktiviere ich noch das hier und das hier. Ach, einfach alles. Komm, bam. So. Damit haben wir soweit alles aktiviert. Aha, okay, hier sind wieder welche ab 25. Dann gebe ich denen mal, was sie brauchen. Bam und bam. Hat hier noch jemand was, was er nicht hat? Nö, alles andere sieht gut aus. Okay, das heißt, ich kann mich jetzt wieder hier unten auf den konzentrieren. Dann Grafia und dann kommt der nächste, der hier. So, dann warte ich mal noch, bis der hier wieder rum ist. In der Hoffnung, dass wir dann eine Goldmission machen können. Und dann würde ich mal sagen, ja, was ist denn noch mit der kurzen Aufnahme? Dann ja, mache ich einen kleinen Break. Dann sind wir schon wieder Level 130. Nice. Das gefällt mir. Dann können wir, wenn wir bis heute Abend dann wieder ein paar ordentliche Helfenseelen zusammen haben, können wir dann heute Abend tatsächlich gleich die nächste Ascension machen. Dann können wir morgen uns auf die letzte Ascension konzentrieren und dann morgen Abend vielleicht sogar schon, wobei ich das bezweifle, tatsächlich schon die Transcension machen. Aber ich glaube mal, mit der Transcension lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Mal wird es auch hier noch ein bisschen Zeit lassen können, weil ja, wir brauchen leider noch eine Menge Zeit tatsächlich, bis wir hier Rubine bekommen. Das ist schon wieder absoluter Trauerspiel. Vielleicht sollte ich sie doch immer mal offline ein bisschen. Ja, doch, mache ich glaube. Ah, gut. Also zwischen den Folgen werde ich tatsächlich mal immer mal reinschauen, ob hier Fische sind und die Fische anklicken. Ich werde aber nichts anderes machen. Heißt also, ich werde mich nur auf Fische ab und zu mal reinguckenderweise konzentrieren. Ja. Weil ansonsten, ich meine, wir sind jetzt schon wieder Level 130, haben aber gerade mal 3 Rubine. Wenn das so weitergeht, heißt es, wir brauchen noch 10 Mal so lange, um auf 30, also ja, sagen wir mal 8 Mal so lange. Das heißt, wir brauchen allein 50 Tage, um die Rubine zusammenzusammeln, und das ist ja nun wirklich echt Bullshit. Nein, was soll's. Ab und zu mal reingucken, kann ich ja mal machen. Und ich hätte echt schon gerne in der nächsten Ascension gleich ein paar Heldenseelen. Weil, wie gesagt, das ist halt fürs Let's Play einfach besser. Gut, ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ich gönne dir gleich mal hier noch. Boah, Alter. Oh, bin ich fertig? Na komm. Yeah, egal. So.
Sehr schön, dann gönne ich ihm jetzt hier noch mal ein paar Level. Bumm. Und nochmal 25 gehen leider nicht, dann lasse ich das jetzt auch erstmal. Und dann konzentrieren wir uns dann nach denn heute, ja, heute Nachmittag. Ein Fisch. Und kein Rubin, Arschloch. Oh, du kannst das doch schon einholen. Oh, das geht schon wieder hier so, das geht schon wieder so, boah. Ich wollte nur eine kurze Aufnahme machen. Hallo, bitte hört auf. Schaffen wir noch den nächsten Boss? Wenn ja, bleibe ich nämlich auf dem Boss hängen. Ja, schaffen wir. Gut, dann bleibe ich auf dem Boss jetzt hier hängen. Dann können wir hiermit schon Geld farmen. Easy. Ja. Wisst ihr was? Ich mach mal etwas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nee, geht nicht. Scheiße, halt. Nee, das ist ja dumm. Ich wollte gerade die Hand hierauf bewegen, damit er praktisch automatisch weiter levelt. Das Problem ist, dabei würden wir dann unsere Kombo verlieren. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Weil das geht nämlich tatsächlich auch. Man kann die Hand quasi fast überall rauflegen. Und jetzt levelt er automatisch immer weiter. Solange wie halt. Sobald Geld da ist, wird es halt automatisch reingelegt. Ist ein ganz geiles Feature. Man kann es auch hier rauflegen. Der werden die Dinger immer wieder aktiviert. Man kann es also auf mehrere Orte packen. Aber wir nutzen es halt hier für die Kampffläche, um halt, ja. Wow, Level 10. Um es halt, genau, für die Kombo zu verwenden. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt schon fast ins Dackel. Das gibt's doch gar nicht. Das geht mir gerade echt ein bisschen zu schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tue ich nur, was tue ich nur? Und weil wir da nicht genug haben, komm hier. Ist das genug? Ja, der nächste kostet wieder eine ganze Menge. Halleluja. Ah, gut, ich mach noch ein bisschen. Ich mach noch ein bisschen. Wenn mich das Spiel so lieb darum bittet, dann wird das halt doch eine etwas längere Folge, weil wie gesagt, ich werde auf jeden Fall zwei kurze Zusammenschnitte zusammenschneiden. Na komm, noch ein bisschen. Alter, der geht ja einfach durch wie Butter. Halleluja. Oh, ist das schon wieder der nächste Boss gerade gewesen? Gott, wie schnell kommen die? So, jetzt müsste es sein. Jetzt müssen wir eigentlich schon. Ah, fast. Ja, yeah, wow. 5E28. Wow, haben wir schon. Hä, warum haben wir 35 Level? Was hab ich denn hier schon wieder für Müll? Ach ja, wir hatten ja 10 Level. Ja, ich dachte, wir waren schon bei 25 Level. Ja klar, okay, das macht tatsächlich ein bisschen Sinn. Kommen noch 4 Level. Kriegen wir doch auch noch zusammen hier. 1, 2, 2, 3. Geht doch. So. Alter. Okay, fuck off. Ich mach wie folgt. Ich werde zwischenzeitlich immer mal reinschauen. Also ich mache jetzt Feierabend. Werde aber immer mal zwischenzeitlich reinschauen. Und werde ja genau diese Fische anklicken und wir lassen jetzt das Ding erstmal drinne und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie weit er gekommen ist. Wobei, wenn er jetzt schon, ja gut, könnte sein, dass er schon beim nächsten Boss hängen bleibt.
Oh, der wird eigentlich die ganze Zeit weitermachen jetzt hier. Das wird doch schon gleich viel zu lang. Das wird doch schon wieder alles viel zu lang. Das sehe ich doch gar nicht. Warum tue ich sowas? Warum tue ich mir das an? Okay, wisst ihr was? Das wird einfach eine extra lange Folge. Ist mir scheißegal. Dann wird das halt eine super, super lange Folge. Ach, Hermination. Vielleicht werden wir doch noch irgendwann mal hier ein bisschen hängen, wo sich dann, wo man dann sagen kann, okay, jetzt lohnt sich das zu pausieren. Ah, 2,8 brauchen wir noch. 1, ein bisschen brauchen wir noch. Haben wir gleich geschafft. Ja, wenn euch wundert, warum das hier ein bisschen so langsam ist, so stockert, so extrem, ich konvertiere im Hintergrund noch die anderen beiden Folgen. Deswegen ist das Ganze gerade ein bisschen langsamer. Ich hoffe mal, ihr hört nicht die Aufnahme. Mal gucken. Und der nächste Boss. Gut, wie gesagt, ich lasse es jetzt einfach mal so. Mal gucken, wir dürften den nächsten Boss wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt, wir dürften bei der nächsten Aufnahme dann Level 174 sein. Vielleicht aber schon weiter, das werden wir dann sehen. In dem Sinne, nein, das hier. In dem Sinne, schau mit V. So, ein wunderschön, willkommen zurück. Zu unserem wunderschönen Blickerhero. So gut, zuallererst das Ding raus, dann einmal alles aktivieren, was wir haben. Und dann geben wir dir mal ein paar Level, das funktioniert auch, das auch. Und mehr auch nicht, schade eigentlich. Gut, passiert noch was von uns. 32 Gold. Ach, gucken wir mal, ob es noch ein bisschen mehr wird. So. Ansonsten, ja, Diamanten ist ein bisschen was geworden. Wir haben mittlerweile 12 Stück. Könnte also bis heute Abend doch noch was werden. Na komm schon. Machen wir ein bisschen. Machen wir ein bisschen mehr. Easy. Okay. Vielleicht können wir wieder hier ein paar Leute hochleveln. Wo ist eigentlich unser König Medias? Den haben wir schon hochgelevelt, ne? Ja, doch, noch schon. Okay. Gut, dann Gaffendita. Ach, komm, machen wir später. Okay, gucken wir wieder. Nein. 125. Also das hier. Wisst ihr was? Wir können eigentlich gleich alle hochziehen auf Level 200. So. 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 1, 2, 3. Alter. Danke, 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 danke. So. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Und 1, 2, 3. So, jetzt wieder 100.
So. Sehr schön. Das geht auch. Okay, dann leveln wir jetzt alle in 100er Schritten so hoch wie es geht. Ups. Danke dafür. Das war nicht geplant, aber okay. Ich werde es ins Protokoll aufnehmen. Oh, ein Boss, schaffen wir den? Ich will mal nach. Ein bisschen eigentlich so auch locker schaffen, aber ich schaffe trotzdem einfach mal nach, ne? Man ist ja teamfähig. Bam, easy. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Kann ich gleich reinvestieren. Ersten geht schon wieder mal Level 100, Level 1000. Na, Level 1000 ganz schaffen wir noch nicht. Eigentlich. Gut, okay. Lassen wir mal so. Da konzentrieren wir uns mal lieber wieder hier auf unseren Hüttenheimer. Viel mehr bleibt jetzt auch gerade gar nichts tun. Da wird man aber jetzt auch schon relativ gut aufgestellt. Gut, ich glaube mal dafür, dass die letzte Folge ein bisschen länger war, mache ich die tatsächlich ein bisschen kürzer, weil scheint ja doch schon alles, was wir machen könnten, gemacht zu haben. Ja, danke dafür. Okay. Oh, Kiste. Kiste ist immer gut. Fisch ist auch immer gut. Yeah, noch ein Rubin. Uhu. Scheint mit dem Rubin scheint doch tatsächlich zu funktionieren. Das heißt, wir schaffen es auch bis heute Abend weit hinter Level 200. Das finde ich auch ganz geil. Dann kriegen wir ja tatsächlich ein paar Heldensiegel zusammen. Das ist doch schön. Dann können wir dann tatsächlich morgen echt die Transcension in Angriff nehmen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen morgen. Was lohnt sich denn jetzt hier gerade noch eigentlich? Eigentlich ist heute nichts, ne? Ja, 10 Level kriegen wir hier auch nicht. Und hoch 100 Level. Aber auch hier. Ach komm, lass mal. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, gut, den Boss schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Dann bleiben wir mal bei dem und dann würde ich mal sagen, das war jetzt doch wesentlich kürzer als gedacht. Ist aber gar nicht mal so schlecht, weil die Altaufnahme ist ja auch ein bisschen länger geworden. Mal gucken, wie lang eigentlich überhaupt. Ja, doch. Zusammen passt das schon. Ich dachte, die Aufnahme heute früh war wesentlich länger. War doch bis eine Viertelstunde. Egal, ich mache trotzdem Feierabend.
Ansonsten mache ich dann wieder in spätestens 3 Stunden dann nochmal eine Aufnahme und dann heute Abend dann halt nochmal eine Aufnahme, auch jeweils eine kurze, die ich dann auch wieder zusammenschneide. Also heute kommen quasi 2 Doppelfolgen raus, einfach weil es mit der Temperatur nicht anders regelbar ist. Sonst verglühe ich hier quasi noch, ne? Ich bin teilweise schon bei der Weißglut. Ja. Von daher würde ich mal sagen, Scheiße, ich hoffe, auf der Aufnahme heute viel Kacke aus, Alter. Boah, ich sollte nie wieder eine Aufnahme machen, nachdem ich aufgestanden bin. Ich sehe sowas von krank aus. ja. Gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V bis zur nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ich kriege doch ein paar Fische zusammen. Bis heute Abend sind ja noch 2 Aufnahmen. Sollten wir schaffen. Bin ich ganz guter, bin ich ein bisschen optimistisch. Tschüss.